Herzlich und willkommen zu unserem neuen Lost Place Video. Wir sind hier heute in einem alten Sanatorium, und zwar einem sehr alten Sanatorium, denn das wurde 1906 gebaut und seit 1978 steht es still. Also das heißt, es ist schon 40 Jahre geschlossen und wir waren hier schon mal und haben hier zum ersten Mal unsere Kamera ausprobiert. Das heißt, das ist für uns ein sehr besonderer Lost Place und wir führen euch dann gleich mal rum. Hier gibt es nämlich einiges zu sehen. Wir dürfen hier leider nicht zu laut reden, weil sich das Gebäude mitten in der Stadt befindet und überall außenrum Leute sind. Gut, dann flüstere ich mal weiter. Und zwar sind wir hier jetzt in einem Wintergarten und ich finde, das ist eine sehr schöne Kulisse mit dem eingestürzten Dach, dem Blick auf den Garten, alles bewachsen mit Efeu. Und hier stehen auch noch so zwei alte Sanatorien bzw. medizinischen Gestelle rum. Wofür die genau sind, weiß ich nicht, aber die sind schon sehr alt. Und hier haben wir auch noch was ganz Komisches gefunden, und zwar ist hier oben im Wintergarten ein Lüfter. Der zum Lüften da ist. Ja, der ist zum Lüften da, aber wieso in dem Wintergarten? In der Feuchtigkeit. Ja, vielleicht kann sein, ne? Hier ist der Speisesaal. Und was mir auffällt, ist, dass er ein klein wenig im barocken Jugendstil gehalten ist. Was er vorhin gegoogelt hat. Ich habe mich natürlich sehr gut informiert. Als Kunstliebhaber weiß ich sowas, ohne zu googeln. Und hier stehen überall so seltsame Heizungen freistehend rum. Ich vermute, dass das für Eckbänke waren, damit man auch einen warmen Rücken hat und vielleicht hier der Raum schön geheizt worden ist. Weil es könnte sein, dass das ein Speisesaal war. Würde ich jetzt auch so sagen, weil da hinten noch die Küche ist. Ja. Die wir gleich auch noch zeigen werden. Was auch noch auffällt, ist auf jeden Fall, dass der Raum so hoch ist. Also ich schätze mal so 5 Meter ist der schon hoch, ne? Ja, könnte hinkommen. An den oberen Zierleisten sind überall so kleine Bilder. Von so, es sieht aus wie von Kindern gemalt, was auch noch mega komisch ist. Mich auch noch mega irritiert. In der Küche angekommen. Also Küche ist gut gesagt. Ich vermute eher, dass es vielleicht eine Essensausgabe war. Sehen wir, dass die Decke eingestürzt ist. Dass hier das Fenster eingeschlagen sind. Und hier sehen wir noch ein paar kleine Essensauszüge. Guck, das ist mir letztes Mal noch gar nicht aufgefallen. Hier ist so ein, was ist das ein Sprachrohr nach unten. Oder wie? Sprich halt mal rein, vielleicht ändert jemand. Hallo! Nee. Ne? Ne, aber der Klingel ist auch da. Ja. Na gut, wahrscheinlich ist die Großküche dann unten noch. Ja, die der Großküche ist und hier ist die Ausgabe drin. Ja. Ja, wir filmen nochmal im Keller und zeigen das, falls wir das finden. Von der Küche aus gehen wir jetzt in Richtung Bäderräume. Und was hier auch auffällt, sind diese vermeintlich vielen Sonnenverdecke, die hier rumliegen. Also hier gibt es nicht so viele Eingänge, wie Sonnenverdecke rumliegen. Kennst du denn alle Eingänge? Ich vermute. Aber es sind hier auf jeden Fall so viele Sonnenverdecke. Wir haben jetzt hier noch so kleine Umkleiden gefunden. Und wir waren uns letztes Mal, als wir hier waren, nicht ganz sicher, für was die sind. Aber wir haben jetzt vage an der Tür entziffern können, dass hier ein Röntgengerät drin war. Ich kann nur nicht sagen, wo genau. Na gut. Hier ist nämlich nochmal so ein. Kannst du, hier ist nämlich nochmal so ein Überwachungszimmer. Und man sieht hier auch, dass das Glas mega dick ist. Gut, hier konntest du nämlich von diesem Raum aus konnte man in beide Räume hier reinsehen. Warte mal, ich glaube, da ist ein Rollo. Was für ein Rollo? Das geht nicht runter. Ne? Ja, was? Hier haben wir jetzt nochmal einen Raum, bei dem wir letztes Mal sehr lange überlegt haben, was das sein könnte und nichts gefunden haben. Aber da die Rechercheabteilung für unsere Videos so wunderbar ist, wissen wir, dass hier massagiert worden ist. Dass man die Türen lesen kann. Ja. Wir haben gelernt. Mit Happy End gab es die hier wohl nicht. Wer weiß, vielleicht für Sonderkondition. Vielleicht ein bisschen extra Trinkgeld, ja. Der wird sich hier nicht gern massagieren lassen. Ja, du wohl gerne.
Tja, alles eingestürzt. Ne? Hier geht es auch aerodisch weiter, denn wir haben hier einen Inhalations-, Arm- und Fußbäderraum. Und da lass uns gleich mal reinschauen. Füße mag ich übrigens am liebsten. Und zwar sind hier diese Inhalationsgeräte. Oh, das kannst du sogar rausnehmen, das Mundstück. Das ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. Und hier saßen die wohl nebeneinander in einer richtig angenehmen Atmosphäre und haben inhaliert. Das war heute undenkbar. Was sie dort inhaliert hatten? Was haben die da bloß inhaliert? Was haben die wohl inhaliert? Was ist das vielleicht? Cannabiskraut. Ja, riecht das noch so? Lecker, lecker, lecker. Nebenan befindet sich jetzt so ein Armbad. Für die armen Leute. Warte, ich zeig mal ungefähr, wie man das benutzt hat. Und zwar hat man sich hier wieder hingesetzt, wieder diese unglaublich nette Atmosphäre nebeneinander in Reihe und Glied. Und hat sich dann hier so die Arme wahrscheinlich, also mit einem Stuhl natürlich, aber irgendwie seltsam. Und hier ist die Wanne für die Füße. Ja, nur einer. Das sind Leute, die hier nicht abfertigen. Nee, da stehen zwei. Wir haben wahrscheinlich auch in den Reihen gelegt, nebeneinander. Das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Ein Fuß, ein Fuß. Ja, klar, aber. Also wirklich seltsam. Den Füßen ging es hier wohl sehr gut, weil hier ist auf jeden Fall nochmal ein Kneippbecken. Die wurde ja auch manchmal gekniffen. In dem Kneippbecken. Da liegt ein Toilettenzepter noch drin. Ja, passt so. So einem König wie dir passt das auf jeden Fall. Und dann haben wir hier noch eine wundervolle Konstruktion, wie ich finde. Und zwar ein Badekran. Hier wurden die Leute im Rollstuhl in das Schwimmbecken reingehoben. Da war ein Stuhl dran, aus dem sie aus dem Rollstuhl rausgehoben wurde und der Stuhl kam dann ins Wasser. Aus dem Stuhl rausgehoben? Die haben die Leute vom Rollstuhl aus in den Stuhl gehoben und den Stuhl dann ins Wasser gelassen. Nee, ins Stuhl haben sie nicht ins Wasser gelassen. Ja, stimmt, dafür ist das Toilettenzepter, ja. Für den Stuhl. Und ironischerweise gibt es hier auch noch Treppen. Hier hinten haben wir nochmal eine Armatur, auf der steht, dass es bis zu 80 Grad ging. Und ich meine, ich weiß nicht, aber 80 Grad erscheint mir ein bisschen zu heiß, ne? Ja, was man mal skalen will für die Küche. Ja, stimmt. Als riesiges Sous-Vide-Becken kann man das wohl auch noch nehmen. Und die ganzen Kühe gleich reinschmeißen. Dafür sind noch die Treppen da. Genau. Wir haben jetzt nochmal ein neues Untergeschoss entdeckt, weil letztes Mal haben wir gedacht, es gibt nur ein Kellergeschoss, aber wir haben jetzt noch eins gefunden, das geht also zwei Stockwerke tief. Und zwar ist hier die Wäscherei. Alles leergeräumt natürlich. Aber man kann hier noch die Konstruktion, die Unterkonstruktion von den Waschmaschinen sehen. Und Alter, der Ding, guck dir mal, wie verfallen das ist schon wieder. Die ganze Wand kommt da hinten raus noch. Na gut. Jetzt sind wir noch mal in der Küche im Untergeschoss, also wir sind ja jetzt gerade noch mal kurz im Keller gegangen. Und hier sind die Lastenaufzüge. Also die Essensaufzüge, nicht Lastenaufzüge. Die Lastenaufzüge. Hier ist noch mal dieses Sprachrohr. Ich glaube wirklich, dass es nach oben geht. Wahrscheinlich, ja. Hier stoppt wahrscheinlich dann mal die Herzplatten. Und es gedönt. Halt auch wieder eine Unterkonstruktion. Und da hinten haben wir auch noch ein paar Unterkonstruktionen. Aber auch nichts mehr. Was man da hinten an der Wand könnte noch was gewesen sein, ne? Bei einem Abdruck. Ich vermute mal, dass da die Spülbecken vielleicht ist, da hinten das Wasser runtergelaufen ist und deswegen. Könnte ich mir vorstellen. Ja, wir gehen wieder hoch, weil sonst ist hier nichts Interessantes. Jetzt geht's in den ersten Stock. Wir gehen jetzt in einen Raum, der ein bisschen seltsam ist. Also wir müssen hier echt aufpassen mit dem Film, weil wir ganz nah an der Straße sind. Und das ist wohl ein Labor. Ob die hier damals schon Crystal gekocht haben? Auf jeden Fall ist hier so ein kleiner Labortisch mit einer Vorschiebescheibe. Vielleicht haben die hier auch so Stuhlproben oder sowas untersucht, weil das ja eine Magenheilklinik war. Also so ja, und der Geruch wurde noch oben abgezogen, ne? Ja.
Ja, der Schulraum ist auf jeden Fall nicht verändert. Ne? Und hier haben wir dann so einen kleinen Labortisch, wie das so im Labor üblich ist, mit vielen Steckdosen und mit Stein. Das hatten wir auch damals in der Schule, das sah ungefähr genauso aus. Ja, eben, Labortisch. Und dann haben wir hier so eine kleine Durchreiche, also ich denke mal für die Medikamente oder sowas. Wir sind jetzt hier in einem etwas größeren Gang, also im Hauptgang. Und in dem Hauptgang sind auch schon ein paar größere Wandmalereien, aber relativ die einzigen hier. Und ich muss zu diesem Gang sagen, es fühlt sich hier richtig ekelhaft an zu laufen, weil der komplette Boden nachgibt. Hier, wenn gehen wir mal hoch, das sieht man da so ein bisschen. Ja. Hier, der gibt komplett nach und der wölbt sich an beiden Seiten. Und wir haben hier überall noch so kleinere Zimmer. Wahrscheinlich dann die Schlafräume von den Patienten. Ja, bis auf ein paar Bäder ist ja sonst nicht mehr. Ja, halt das Labor. Ja. Ja, nicht. Genau. Wir gehen jetzt mal weiter nach oben. Ja. Im zweiten Stock ist der Verfall jetzt schon wesentlich deutlicher zu sehen. Und zwar kann man hier am Boden, das Parkett ist einfach rausgesprengt. Und hier gleich im ersten Raum, also nicht im ersten Raum, sondern ungefähr in der Mitte, kann man sehen, wie die ganze Decke runterkommt. Das ist ein Infusionsgerät, ne? Ich möchte jetzt hier nicht weiter rein, weil es ja nicht so toll aus hier. Der Gang. Zudem kann ich auch noch sagen, dass das es geht jetzt an zwei Stellen nach oben und wir stehen jetzt hier genau in der Mitte und du kommst von der einen Seite nicht wieder auf die andere danach. Und in der Mitte ist sagen wir mal so ein Glasdach jetzt noch, das den ganzen Gang erhält. Das sieht eigentlich, also ich finde, es sieht mega cool aus. Ich kann mich nochmal drehen, macht es die andere Tür nochmal sieht. Genau, also es macht optisch irgendwie schon was mehr. Wir haben jetzt hier doch nochmal einen kleinen Einrichtungsgegenstand gefunden. Und zwar ist das ein Wärmeschrank. Was immer ein Wärmeschrank ist. Hier steht es halt, sieht auf jeden Fall nicht viel anders aus als ein Ofen. Und ich vermute, dass das hier mal eine kleine Teeküche war, weil hier noch ein paar Anschlüsse sind. Und wegen der Fliesen wahrscheinlich. Wenn man sich dort hinten drauf stellt, kommt der Boden hier vorne wieder hoch. Die komplette Fläche bewegt sich. Stellen Sie sich mal drauf. Ich stehe drauf. Er geht wieder runter. Nochmal. Um euch nochmal den Zerfall zu demonstrieren, filmen wir jetzt hier mal die Treppenaufgangsszene. Und zwar wächst hier auch schon mitten auf der Treppe einfach ein Baum. Das ist echt, hier zerfällt die Treppe komplett. Lauf du erstmal vor. Ja. Ich hab keinen Bock, hier durchzubrechen. Also, das fühlt sich wieder sehr ekelhaft an zu laufen. Wir sind jetzt hier nochmal extra in ein Stock höher, nur um das Dach zu filmen, weil in dem Rest vom Stockwerk gibt es nichts. Und zwar ist das Dach von dem Glasgang unten. Und das ist jetzt nicht dieses Schrägdach, wie es erst aussieht, sondern unten drunter ist nochmal eine glatte Glasfläche. Und da kann man dann nochmal in das andere Gebäude schnell rüberschauen. Abschließend zu sagen, war das für uns jetzt ein sehr interessanter Lost Place, weil die Gebäudekonstruktion einfach sehr alt ist und man hat diese ganzen alten Räume mit diesen ganzen alten Techniken noch gesehen. Zwar jetzt nicht so viele Einrichtungsgegenstände, aber es war doch mega interessant. Und was ich nochmal ganz stark betonen muss, ist der extreme Verfall, weil das steht ja doch schon seit 40 Jahren still und ihr habt ja den Boden gesehen. Und hier kann man jetzt auch nochmal ganz schön sehen, dass einfach ein Baum in der Mitte von einem Raum wächst und hier Ziegel runterfallen, hier wachsen, Moos wächst da und das ist einfach krank. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Ciao.